in den letzten Monaten haben sich die Preise um 50% erhöht. Ist die Qualität 50% besser geworden? Ich denke mal nein. Das heißt, wir können 50% weniger einkaufen. Ist ja 50% teurer geworden. Und da, was machen die Idioten? Die wählen noch die Altparteien. Also wenn Wahlen nur dafür erfunden sind, um Schwachsinnigen die Stimme wegzunehmen, dann haben die wirklich Erfolg gehabt. Das sind ja wirklich Schwachsinnige. Die haben keine Kohle mehr auf dem Konto, sollen hungern und frieren, nennen das Ganze noch Reichtum. Ihre persönliche Armut ist Reichtum. Da bin ich schon ganz schön erschüttert, dass die Leute so doof denken. Und das reicht denn immer noch nicht. Ja, gesagt, die wollen wieder erhöhen und dann nochmal und nochmal. Ja, in jedem Korn hier von dieser Feige 8% Steuern. Ja, das ist ja überall gleich. Ist ja nicht, gibt ja keine unterschiedlichen Steuern. Die ist ja da drin, die wurde ja hierher transportiert. Da sind alle Steuern mit drin. Die Alkoholsteuer, die Tabaksteuer, die Zuckersteuer, die Lichtsteuer, die Windsteuer, die Luftsteuer. Wind und Luft, das ist nicht das Gleiche, ne? Ja, die Windsteuer ist durch die Windräder, ne? Der Strom muss versteuert werden. Die Lichtsteuer ist, wenn du so eine Solaranlage hinstellst, das musst du ja auch versteuern, das darfst du nicht einfach so benutzen für dich selber. Das Wasser wird versteuert, ne, unsere Limonade, unser Bier. Das Essen wird versteuert, ne, auch wieder bei jedem Molekül. 80%, sonst könnte ich ja sagen, hier, Herr Steuereinnehmer, hier hast du dieses eine Samenkorn. So, jetzt hast du deine 80%, das andere esse ich einfach ohne. Das hatten wir mal beim Kaiser, bei den Königen und bei den Fürsten. Bei denen, die unser waren. Ne? Also, wo du sagen konntest, das ist meiner, da fühlst du dich wohl. Die von der Leyen ist ja keine, die hat sich das ja irgendwie so eingeheimt, den Adelstitel. Nachfahren von Sklavenhändlern. Gratuliere. Die Deutschen sind nicht nur doof. Die wurden verblödet. Vom Volk der Dichter und Denker zum Volk der Vollidioten. Wie viel von diesen Idioten habe ich schon gefragt und gesagt, du, wir müssen doch alle reich sein. Unendlich reich. Wir müssen uns keine Gedanken machen um das Zahlungsmittel. Die Häuser, die wir bauen, müssen uns gehören. Die Wasserstraßen müssen uns gehören. Die Straßen müssen uns gehören. Alles muss uns gehören. Aber nicht so wie bei den Kommunisten. Das waren ja die Brüder von den Kapitalisten. Eine Medaille aus Scheiße. Sozialisten genauso. Ja. Man hat es ja gesehen bei der Merkel, ne? Das war erst eine stramme Kommunistin, hat natürlich in London studiert bei den Rothschilds. Lügen und betrügen und aussitzen. Das machen die immer noch. Und die denken, die können den ganzen Betrug aussitzen. Und die denken, das wird so weitergehen. Und die denken auch, es gibt keine neue Weltordnung. Doch. Es wird eine neue geben, allerdings nicht so, wie der Herr Schwab sich die ausgedacht hat. Die wird ganz neu, diese Weltordnung. Die wird so sein, dass die, die das Zeug erarbeiten, die Werte, dass denen das auch gehört.
Und nicht, dass auf einmal so ein Bürgermeister kommt oder die ganzen Beamten und sagen, das ist jetzt alles meine. Wenn er sagt, du musst Steuern bezahlen, da gehört das ja eben. Angeblich. Ja, diesen asozialen, weithändig linken Drecksvieh und Wichsern und Kinderfickern. Ne, was anderes sind das nicht. Das ist einfach nur genetischer Abfall. Die kommen aus der Schule, da wurden sie ja schon verblödet. Dann gehen sie studieren, da werden sie noch mehr verblödet. Und diese Blödheit tun sie nachher unseren Kindern beibringen. Die lernen denen nicht Anstand und Moral und Sitte. Und Perpetuum mobilis, wie man die baut. Ja, da gibt es ja so viele verschiedene. Mit Schwerkraft, mit Wasser und, ach, und mit Pumpen. Ist alles scheißegal. Und natürlich noch mit den Elektromotoren. Da gibt es so viele, das ist... Mir fehlen die Worte. 10-mal mehr wie ich Finger an der Hände habe. Verschiedene. Und dann sagen sie noch, das gibt's ja gar nicht. Antigravitation. Ich meine, die meisten Insekten fliegen damit, ne? Die fliegen. Die unten rumkriechen können, die fliegen. Die fliegen damit. Evolution gibt es ja eh nicht. Ne? Das wurde alles gemacht. Dieses Universum ist für uns gemacht. Und nicht für irgendwelche Demokraten. Ne? Demokraten, wo wir alle arm sind. Wenn arm sein Demokratie ist, da halte ich nichts davon. Da halte ich nichts davon. Ne? Bin ich irgendwie kein Freund davon. Allerdings, wenn einer Demokratie braucht und sagt, er will arm sein, ja, da kann ich ja auch nichts dran ändern, ne? Wenn einer beim Doofheit verteilen hier schreit, weil es gerade kostenlos ist. Ja, das ist schon zum Kotzen. Die Blödheit.